Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute seht ihr mal wieder die Bande und ich habe gerade aus dem Garten Mückenlarven geholt und Wasserflöhe. Und die sind da fleißig am Fressen und euch fällt es vielleicht schon auf, die sind richtig farbig geworden. Wir haben jetzt Anfang Juli bei diesen Aufnahmen. Und ihr seht, das Mustard Gas kommt jetzt auch richtig durch. Die haben blaue Bäckchen und gelbe Flossen. Und die schimmern so schön, das kann man der Kamera kaum festhalten. Das war ein paar Tage später, da habe ich gerade einen Wasserwechsel gemacht, deswegen kann es ein bisschen lauter sein. Und ich gewöhne sie jetzt auch an meine Hand, indem ich da auch mal die Hand reinstecke. Und hier seht ihr mal die Größenverhältnisse. Also die sehen auf Fotos immer größer aus, als sie dann in echt sind. Aber es sind auch schon ein paar dabei, die so 3-4 cm haben, also läuft, würde ich sagen. Und die entwickeln sich echt prächtig und es werden gefühlt immer mehr. Ich bin schon am Überlegen, ob ich die jetzt umsetze schon oder ob ich noch warte. Wobei ich die da wahrscheinlich niemals im Leben rauskriegen werde. Ihr könnt euch ja mal das letzte Video angucken und wenn ihr dieses dann vergleicht, dann seht ihr das. Ihr seht ja nochmal ein paar Bilder. Da sieht man das auch nochmal richtig schön. Ich habe ja gesagt, ich versuche sie an die Hand zu gewöhnen. Das ist jetzt wieder ein paar Tage später. Ich tippe da so ein bisschen drauf und danach kommt dann das Futter. So kann man die Tiere nämlich konditionieren, Anführungszeichen, dass sie dann da nach oben schwimmen und dann was essen. Das war nach dem Wasserwechsel, deswegen ist das noch so ein bisschen trübe. Aber ihr seht, die Farben werden immer kräftiger und ich freue mich so. Schaut mal. Das sind übrigens die Luftblasen, die an den Fischen hängen. Ja, das war's auch schon und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und freue mich aufs nächste Mal. Bis bald. Tschüss.